Sicherheit im Alltag ist ein hohes Gut. Vom Schutz vor terroristischen Anschlägen, über die Sicherung der digitalen Infrastruktur vor Cyberangriffen, bis hin zum Schutz vor Einbrecherbanden. Um all diese Themen geht es beim Tag der inneren Sicherheit, den die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag veranstaltet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu dem Kongress unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes gekommen. Ich kann Ihnen als Bundeskanzlerin und damit auch Verantwortliche für die Bundesregierung nicht versprechen, dass wir nicht Bedrohungen vergegenwärtigen. Die sind da, sie sind nicht national lokalisiert. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Was ich Ihnen aber versprechen kann, ist, dass wir uns vor den Herausforderungen nicht beugen werden, sondern dass wir sie mutig angehen, dass wir da, wo neu gedacht werden muss, bereit sind, neu zu denken. Immer im Zentrum den Gedanken, dass Freiheit und Sicherheit aufs Engste zusammengehören und dass wir als Staat, damit Menschen in Freiheit leben können, die Sicherheit gewährleisten müssen. Herzlichen Dank. Nahezu alles, was in der deutschen Innenpolitik und Gefahrenabwehr Rang und Namen hat, nimmt an der Veranstaltung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion teil. Bundesinnenminister de Maizière betont in seiner Rede, dass Regierung und Parlament in dieser Legislaturperiode vieles für die Verbesserung der inneren Sicherheit in Deutschland getan haben. Wir sind also mit den Ergebnissen in dieser Koalition zufrieden. Aber ich will nicht verhehlen, dass vieles von dem, was wir erreicht haben, unseren sozialdemokratischen Partnern erst aus den Zähnen ziehen mussten. Auf gleich drei parallel stattfindenden Podiumsdiskussionen werden die aktuellen Herausforderungen der inneren Sicherheit diskutiert. Auf dem Podium 1 geht es um den islamistischen Terrorismus. Die Experten hier sind sich einig, dass es eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen Bund und Länderbehörden geben muss. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum, das wir hier in Berlin haben, im Rahmen dessen, was das Recht hergibt, gut ist, wenn nicht sogar sehr gut ist. Entscheidend ist doch immer die Frage, dass es klare Zuständigkeiten und klare Verantwortlichkeiten gibt. Wenn eine Behörde weiß, sie muss einen Fall in die Hand nehmen oder wie wir immer so schön sagen, den Hut aufsetzen, dann kann ein Fall genauso gut auf Landesebene wie auf Bundesebene gelöst werden. Auf dem zweiten Podium stehen Wohnungseinbrüche und Gewalt im Mittelpunkt der Diskussion. Für Opfer ist das eine ganz knallharte Sache, wenn eingebrochen worden ist. Dann ist erstens ein materieller Schaden da, der nicht insgesamt ausgeglichen wird. Es bleibt immer irgendwas hängen. Und es ist zweitens ein psychischer Schaden da, den man war in meinem Schlafzimmer. Das heißt, im ganzen Land haben wir verstärkt, wo es nötig war. Egal wo, ob bei der Internetkriminalität oder in anderen Bereichen. Und Sie sehen, dass bei uns Wohnungseinbrüche von 2015 auf 2016 um 10% gesunken sind. Die dritte Diskussionsrunde beschäftigt sich im Wesentlichen mit der immer wichtiger werdenden Cyberkriminalität. Das ist, glaube ich, die Zukunft, dass man von vornherein dieses Thema mitdenkt und dass das mit Unterstützung der staatlichen Institutionen macht, und zwar mit den Institutionen, die das Thema der Informationssicherheit haben, und dass das BSI, das sehen wir beim Smart Metering, genauso wie beim automatisierten Fahren, bei anderen Themen auch, und dort wird auf das BSI als Kompetenzzentrum zurückgegriffen. Die innere Sicherheit mit all ihren Facetten, seit jeher liegt sie der Union besonders am Herzen. Das betont auch der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder. Es ist deutlich geworden, dass wir dem Thema Sicherheit eine ganz zentrale, besondere Bedeutung beimessen. Es ist die entscheidende Aufgabe des Rechtsstaates, für Sicherheit für seine Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Weil genau dies können die Bürgerinnen und Bürger nicht. Sie haben auch diesen Gedanken, Sicherheit zu schaffen, an den Rechtsstaat abgetreten. Und der muss deshalb auch dafür die Verantwortung übernehmen. Das war der Tag der inneren Sicherheit der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Eine spannende Veranstaltung für die rund 750 Gäste mit hochrangigen Experten, interessanten Diskussionen und tiefen Einblicken in die deutsche Sicherheitsarchitektur.